Wer war eigentlich Heinrich Heine? Harry Heine, wie er für die ersten fast 30 Jahre seines Lebens heißt, wird im Jahr 1797 in Düsseldorf, also in Westdeutschland am Rhein, geboren. Düsseldorf liegt damals im Herzogtum Berg. Das ist einer dieser um die 300 zum Teil sehr kleinen Staaten, aus denen das Heilige Römische Reich besteht. Deutschland ist damals ja kein einheitlicher Staat, kein vereinigtes Land, sondern besteht eben aus vielen kleinen Fürstentümern und davon ist eines dieses Herzogtum Berg. Heinrich Heine ist das erste Kind, das erste von vier Kindern einer liberalen, modernen jüdischen Familie. Sein Vater ist ein Tuchhändler in Düsseldorf. Das heißt, die jüdische Herkunft, die jüdische Identität wird Heine sein Leben lang verfolgen und damit wird er sich auch auseinandersetzen in seinem Werk. Das heißt aber nicht, dass er jetzt besonders religiös aufgewachsen ist. Also die Religion spielt in seiner Familie eine untergeordnete Rolle und der junge Harry Heine geht dann auch tatsächlich auf eine katholische Schule und wird also schon früh in seinem Leben mit diesen zwei Religionssträngen quasi konfrontiert, mit dem Judentum und dem Christentum. Sein Vater ist ein Tuchhändler, ist aber offenbar kein besonders talentierter oder jedenfalls kein erfolgreicher Kaufmann, denn sein Unternehmen muss Konkurs anmelden, also die Firma wird aufgelöst und die ganze Familie muss dann nach Hamburg umziehen zu dem reichen Bruder des Vaters, also zu Heinrich Heines Onkel Salomon Heine, der in Hamburg ein Bankhaus führt. Also ist ein sehr reicher, wohlhabender Bankier, der Onkel. Noch in Düsseldorf hatte Heinrich Heine übrigens ein prägendes politisches Erlebnis, denn als Heranwachsender, also in seinen Teens, würde man sagen, erlebte er, wie dieses Herzogtum Berg an Frankreich fällt. Ja, wie viele westdeutsche Staaten wird dieses Herzogtum durch die napoleonischen Truppen in den Revolutionskriegen erobert und das wird dann sozusagen ein französisches Protektorat. Im Jahr 1811 wird der junge Heinrich Heine sogar Zeuge, wie Napoleon sozusagen als Triumphator jetzt in Düsseldorf einreitet auf seinem Pferd und diese Szene hat er mehrfach beschrieben in seinem Werk. Und diese napoleonische französische Herrschaft in Düsseldorf, unter der er aufwächst, die hat Heinrich Heine sein ganzes Leben in sehr positiver Erinnerung. Ja, da bleibt ihm eine Napoleon-Verehrung und auch eine Frankophilie, also eine Frankreich-Freundschaft für sein ganzes Leben. Warum? Ganz einfach, weil Heinrich Heine diese napoleonische Herrschaft als großen Fortschritt und als Modernisierung erlebt. Ja, Napoleon führt im Grunde die Erfolge der französischen Revolution in diesen deutschen Staaten ein, vor allem den Code civil, also das französische Recht. Und das bringt nun speziell den Juden die Emanzipation. Das heißt, zum ersten Mal in der Geschichte können jetzt in diesen Staaten die Juden genau dieselben Rechte ausüben wie andere deutsche Bürger. Und das erlebt Heinrich Heine natürlich als ganz großen Fortschritt für sich selbst und auch für Deutschland überhaupt. Ja, wie gesagt, die Familie geht dann nach Hamburg und man geht eigentlich davon aus in der Familie, dass der junge Harry als der älteste Sohn jetzt den Beruf des Vaters ergreifen wird und eben auch Kaufmann wird. Er hatte schon in Frankfurt eine Kaufmannslehre angefangen und arbeitet dann einige Zeit im Bankhaus des Onkels in Hamburg. Und man stellt aber schnell fest, dass er da kein großes Interesse hat. Man versucht dann ihm mit dem Geld des Onkels ein eigenes Geschäft einzurichten, auch ein Tuchgeschäft eben, wie der Vater eines hatte. Aber es ist schnell klar, dass der junge Heinrich Heine kein Interesse und kein Talent hat für den Kaufmannsberuf. Auch dieses Geschäft geht dann schnell in Konkurs. Und die Frage ist dann, was soll er beruflich machen? Und Heinrich Heine beschließt dann, dass er Jura studieren wird, also Rechtswissenschaft, um Anwalt zu werden. Und schreibt sich dann mit Anfang 20 an verschiedenen Universitäten ein, ja, und vor allem in Berlin, wo er dann eben Rechtswissenschaft studiert. Und auch in dieser Zeit interessiert er sich aber gar nicht so sehr für Jura, sondern er hört vor allem Vorlesungen in anderen Bereichen über Kunst, über Literatur, Geschichte und Philosophie. Und speziell in Berlin
ist er im Jahr 1822 einer von sehr vielen jungen Hörern des Philosophen Hegel, der bedeutendste deutsche Philosoph dieser Zeit, der besonders in der Geschichtsphilosophie wichtig ist. Und diese Vorstellungen von Hegel über die Geschichte, die werden Heinrich Heine sehr stark prägen. Und der Name Hegel ist ein wichtiger Name für Heines Werk. Wir sehen auch in einem der Gedichte in unserem Reader, wo Heine noch Jahre später direkt auf Hegel Bezug nimmt. In diese Zeit fallen auch seine ersten kleinen Veröffentlichungen. Also er schreibt da schon Gedichte und die werden zum Teil in Zeitschriften dann zum ersten Mal gedruckt in Berlin. 1825 schließt Heine dann sein Jurastudium ab mit einem Doktorat. Ja. Und 1827 hat er seine erste größere Veröffentlichung, die sein literarischer Durchbruch ist, sein erstes Buch, nämlich der Gedichtband Buch der Lieder. Aus dem Buch der Lieder haben wir auch einige Gedichte in unserem Reader. Und ab dem Moment ist eigentlich klar, dass Heinrich Heine das größte deutsche Talent in der Lyrik ist, dieser Generation. Ich sage jetzt mal die Generation nach Goethe. Ja, das ist ein großer Durchbruch bei der Kritik, aber auch beim Publikum. Dieses Buch der Lieder ist Heinrich Heines größter schriftstellerischer Erfolg eigentlich, sein ganzes Leben lang. Das verkauft sich sehr gut, das macht ihn sogar so ein bisschen wohlhabend für eine Zeit. Und das wird dann immer wieder aufgelegt während seines ganzen Lebens. Ja, in dieser Zeit, Ende der 20er Jahre, versucht er jetzt auch in der deutschen bürgerlichen Gesellschaft wirklich Fuß zu fassen, eine Karriere zu starten. Und ein erster Schritt dahin ist 1825, also im Jahr, wo er auch sein Studium abschließt, da konvertiert er vom Judentum zum Christentum. Er lässt sich taufen, wird Protestant, ja, ganz einfach, weil die protestantische Konfession in Norddeutschland, wo er eben herkommt, die wichtigere ist wahrscheinlich. Und man muss davon ausgehen, dass diese Konversion aber keine religiösen Gründe hat. Ja, also Heinrich Heine war als junger Mann kein gläubiger Jude, kein religiöser Jude und genauso wenig ist er jetzt ein religiöser Protestant, sondern diese Entscheidung ist rein pragmatisch, weil ihm klar ist, dass er in Deutschland damals mit dem damals sehr verbreiteten Antisemitismus als Jude eigentlich keine Karrierechancen hat. Ja, jedenfalls nicht als Jurist, er möchte Beamter werden. Er möchte gerne eine Professur bekommen an einer Universität und als Jude wäre das für ihn sehr schwierig. Ende der 20er Jahre bewirbt er sich konkret auf eine Professur für Jura an der Münchner Universität, also in Bayern. Und das wird für ihn eine sehr große Enttäuschung. Na, er hatte sich sehr erhofft, dass er da jetzt einen gesicherten Posten bekommt, na, eine lebenslange Verbeamtung als Professor. Und diese Bewerbung scheitert. Er bekommt diese Professur nicht. Aus zwei Gründen wahrscheinlich. Zum einen tatsächlich der Antisemitismus, weil er jetzt feststellen muss, dass er als Jude, selbst als konvertierter Jude, immer noch rassistisch, antisemitisch angefeindet wird. Und der zweite Grund ist eben, dass er damals schon publiziert und jetzt Ende der 20er Jahre sich sehr stark von der Lyrik schon abwendet. Also die Art Gedichte, die es im Buch der Lieder gibt, das sind hauptsächlich so romantische Naturgedichte, Liebesgedichte, also jetzt nichts Politisches. Aber Ende der 20er Jahre schreibt Heinrich Heine hauptsächlich Prosa, Reisebilder, Reiseberichte, Erzählungen in Prosa. Und die sind nun sehr politisch und zwar eben kritisch. Ne? Kritisch der damals in Deutschland herrschenden reaktionären Stimmung der Restauration nach dieser napoleonischen Epoche gegenüber eingestellt. Oder er bekommt Probleme mit der Zensur, er bekommt Probleme mit der Politik in der Zeit. Und es wird ihm jetzt klar, hier in Deutschland kann ich eigentlich gerade keine Karriere anfangen, weder als Jurist noch so richtig als Schriftsteller. Und in dieser Zeit reist er nach Paris und schaut sich das dort an, wie funktionieren die Dinge in Frankreich. Das gefällt ihm sehr gut. Und 1830 bricht in Paris eine Revolution aus, die sogenannte Juli-Revolution, ne, wo die reaktionäre französische Monarchie ersetzt wird durch eine jetzt bürgerliche, eine etwas progressivere, etwas modernere Monarchie.
Und das verfolgt Heinrich Heine aus Deutschland mit sehr großem Interesse und beschließt dann eben, in Frankreich kann ich arbeiten, wie ich will. In Frankreich sind die Zustände liberaler als in Deutschland. Wenn ich als Schriftsteller tätig sein will, kann ich das besser in Frankreich. Und so kommt es zur ersten großen Zäsur, zum ersten großen Einschnitt in Heines Leben, als er 1831 Deutschland verlässt, um sich in Paris niederzulassen. Und er wird dann tatsächlich nicht mehr nach Deutschland zurückkehren, außer für kurze Besuche. Er wird die zweite Hälfte seines Lebens dann eigentlich komplett in Paris verbringen. In Paris wird er sehr schnell ein prominentes Mitglied der dortigen intellektuellen Gesellschaft. Ne? Er hat sehr viele Freunde, sowohl unter französischen Intellektuellen, französische Schriftsteller, Musiker, Maler, aber auch eben viele Deutsche. Paris ist damals so etwas wie die Exilhauptstadt Europas. Ja? Also es leben sehr, sehr viele Emigranten, politische Exilanten in Paris und darunter auch sehr viele Deutsche. Es gibt so Schätzungen von manchen Historikern, die sagen, dass vielleicht 5%, also jeder 20. Pariser Einwohner damals, ein Deutscher im Exil war. Also eine riesige deutsche Community. Und Heinrich Heine ist eigentlich schnell sehr im Zentrum dieser Exil-Community und auch sehr gut vernetzt mit französischen Intellektuellen. Er arbeitet in dieser Zeit hauptsächlich als Journalist. Ja, also er hat sich ein Stück weit von der Lyrik erstmal entfernt. Er arbeitet als Journalist, als Kritiker. Ne? Er schreibt Musik- und Kunstkritiken. Er schreibt zum Teil Gedichte noch für Zeitschriften. Unter anderem ist er befreundet mit Karl Marx und Friedrich Engels, ne, den Begründern des Kommunismus, die in Paris eine Zeitschrift herausgeben. Für diese Zeitschrift schreibt er gelegentlich. Und Heinrich Heine wird in dieser Zeit vor allem ein sehr aktiver Vermittler zwischen Frankreich und Deutschland. Ja, das heißt, er versucht den Franzosen das deutsche Denken, die deutsche Kultur, die neuere deutsche Philosophie zu vermitteln. Ja, und eines seiner wichtigsten Bücher in der Zeit ist auch ein sehr, sehr dicker, umfangreicher Essay über die deutsche Philosophie des frühen 19. Jahrhunderts, die er damit zum ersten Mal eigentlich den Franzosen in französischer Sprache dann auch nahebringt. Und umgekehrt arbeitet er auch als Korrespondent einer deutschen Zeitung in Paris eben. Das heißt, er versucht auch den deutschen Lesern die französischen Zustände, eben die größere Modernität, die in Frankreich herrscht, zu vermitteln. Und man kann eigentlich sagen, dass Heinrich Heine der erste wirklich deutsch-französische Intellektuelle ist. Und diese Rolle, die nimmt er auch sehr aktiv und sehr selbstbewusst wahr. In Paris heiratet Heinrich Heine dann eine sehr viel jüngere Französin auch. Na, Heinrich Heine hat von seinem Lebenswandel her einen sehr offenen Umgang mit Sexualität. Na, Heinrich Heine war so, man würde auf Französisch sagen, ein Libertin. Und dieser Aspekt der Sexualität, der Körperlichkeit, die nimmt auch in der Pariser Phase eine immer größere Rolle eigentlich in seinen Gedichten dann ein. Und wir haben auch ein Gedicht, wo diese Hinwendung zur Körperlichkeit ganz klar thematisiert wird. 1848 kommt es dann zu einer zweiten großen Zäsur, einem zweiten Einschnitt in Heines Leben. Zum einen politisch. 1848 findet sowohl in Frankreich als auch in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern eine Revolution statt. Ja, also die erste deutsche Revolution, schon die dritte französische Revolution. In Frankreich ist das die Februarrevolution, la Révolution de Février 1848, und in Deutschland ist es die Märzrevolution. Und die Hoffnung der Revolutionäre ist, ein demokratisches oder zumindest demokratischeres System einzuführen. Also in Deutschland gibt es zum ersten Mal ein Parlament zum Beispiel. Aber diese Revolution scheitert sehr schnell. Und zwar eigentlich überall in Europa. In Frankreich genauso wie in Deutschland. 1849, nach einem Jahr, ist das schon wieder zu Ende. Und die Enttäuschung über diese gescheiterte Revolution, die wird Heinrich Heine sehr stark beschäftigen.
Heinrich Heine, ein progressiver, politisch progressiv denkender Intellektueller, sieht hier, dass die Zeit offenbar noch nicht reif ist für eine Demokratie und für eine Revolution. Und diese Enttäuschung wird er literarisch für die letzten Jahre seines Lebens immer wieder verarbeiten. Also er bleibt auch in Paris ein sehr kritischer und satirischer Kommentator der Zustände, vor allem in Deutschland. Die zweite Zäsur, die 1848 in seinem Leben stattfindet, ist eine ganz persönliche, gesundheitliche. Heinrich Heine war schon seit etlichen Jahren immer wieder krank. Er litt an einer Krankheit, die er selber für die Syphilis hielt. Heute gehen Mediziner davon aus, dass es gar nicht die Syphilis war, sondern eine Knochenmarkstuberkulose. Also sein Knochenmark, sein Rücken zersetzte sich sozusagen langsam. Und 1848 bricht diese Krankheit aber ganz offen aus und sehr brutal. Und ab 1848 wird er seine Wohnung in Paris nie wieder verlassen können. Ja, er liegt dann gelähmt im Bett, er kann nicht mal mehr aufstehen, er kann nicht mehr gehen. Ja, oder er ist ja da noch kein wirklich alter Mann. Na, er ist da gerade mal 50 Jahre alt, und verbringt jetzt die letzten 8 Jahre seines Lebens in seinem eigenen Schlafzimmer im Bett. Er nennt das in seinen eigenen Schriften auch seine Matratzengruft. Ja, also eine Gruft wie ein Gewölbe, ein Mausoleum, ein Grabgewölbe auf einem Friedhof. Und er fühlt sich da wie ein lebendig Begrabener, eigentlich wie ein Zombie sozusagen, der in seinem Bett liegt und jetzt nur noch weiter eben schreiben kann. Also er ist bis zu seinem Tod geistig absolut präsent und arbeitet bis zu seinem Tod weiter als Schriftsteller und empfängt auch da als Kranker im Bett noch eigentlich fast täglich Besucher, ja, seine Freunde, sein intellektuelles Publikum und seine Korrespondenten, mit denen er sich weiter Briefe austauscht. Aber er ist eben tatsächlich ganz präsent. Und in dieser letzten Phase seines Lebens, eigentlich so in den letzten 5, 6 Jahren seines Lebens, kehrt er wieder ganz stark zur Lyrik zurück von der Prosa. Es entsteht jetzt ein ganz wichtiger Teil seines lyrischen, also seines dichterischen Werks. Und diese Lyrik der letzten Jahre ist einerseits immer noch sehr stark politisch, aber auf der anderen Seite nimmt sie auch immer stärker sehr persönliche und autobiografische Züge an. Ja, also Heinrich Heine inszeniert sich in dieser Lyrik sozusagen selbst in seiner biografischen Situation als der kranke Dichter, der hier in Paris im Bett liegt und der von dort die Zustände der Welt verfolgt. Es ist also ein Spätwerk, ein sehr persönliches Spätwerk, aus dem wir auch ein paar Gedichte dann haben. Und es findet in diesen letzten Jahren seines Lebens auch so etwas statt, das manche Kritiker dann bezeichnet haben als eine Rückkehr zu Gott oder vielleicht einfach eine Rückkehr zur Religion. Man kann sich die Frage stellen, wird Heinrich Heine jetzt wirklich am Ende seines Lebens gläubig, wird er religiös? Kann man nicht so klar beantworten. Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist keine konventionelle Religiosität. Ja, er wird jetzt nicht ein konventioneller Christ oder ein konventioneller Jude. Er fängt tatsächlich an, sich sehr wieder für das Judentum zu interessieren. Ja, das Judentum wird wieder ein Thema auch in seiner Dichtung in dieser Zeit. Aber es ist eigentlich eher so, ja, ein kritischer Austausch auch mit Gott sozusagen. Ja, also Gott wird zum Gesprächspartner in Heinrich Heines Lyrik in gewisser Weise, aber auch auf eine Weise, wo er durchaus kritisch von Gott Rechenschaft fordert und sich sogar gelegentlich über Gott lustig macht. Ja. Heinrich Heine stirbt dann 1856 an den Folgen seiner Krankheit in Paris im Alter von 58 Jahren. Wird damals schon wahrgenommen, zumindest in deutschen Kreisen, als der bedeutendste Lyriker, wenn nicht der bedeutendste Schriftsteller überhaupt seiner Generation. Und dieses Urteil wird dann eigentlich über die nächsten Jahre zunehmend bestätigt auch. Heinrich Heine stirbt in Paris und ist dort auch begraben auf dem Friedhof Montmartre.